Bayerische Räder bauten gleich am ersten Tag für uns eine Seilbahn. Casino-Schwert 2009. Das Landeslager für alle Sippen in Bayern. Seit Jahrzehnten traditioneller Bestandteil des Jahresplanes, meist heiß umkämpft, oft verregnet, aber immer wieder ein Erlebnis, das viel Erzählstoff bietet. Wahrscheinlich sogar für die nächsten Generationen. Jede Sippe hatte zu Hause eifrig getüftelt und eine gute Lösung für Tisch und Stühle mitgebracht. Einen ganzen Tag lang wurden dann die Sippen beim Postenlauf auf Herz und Nieren geprüft. Können wir auf dem Feuer ohne Ofen einen Kuchen backen? Hast du schon mal eine richtige Landkarte gezeichnet? Was ist denn ein Gauss-Krüger-Streifen? Können wir spontan ein Kurztheater aufführen? Und wozu gibt es denn eigentlich den Roveraufbruch? Bis spät in die Nacht saßen wir am Lagerfeuer. In der letzten Nacht hatte jede Sippe eine jeweils ganz besondere Feuerinszenierung vorbereitet. Ein neu gegründeter Trupp hatte uns an diesem Tag besucht und ein Geschenk hinterlassen. Ein Katapult. Sofort wurde es in den Abendrundenplan mit eingebaut.
als dann die letzten Rauchschwaden verzogen waren, ging jeder still für sich seinen Gedanken nach. Die Ehrensippe hatte schon am Vortag die Lieder ausgewählt und mit Pater Paul besprochen. Deshalb ging es am Morgen in stiller Andacht gleich zur Heiligen Messe. Die Entscheidung stand nun unmittelbar bevor. Wer würde das Zasselschwert dieses Mal mit nach Hause nehmen? Wieder eine Sippe vom Trupp Thomas Morus wie die letzten Male? Oder konnte sogar eine junge, wilde Sippe durch ihre frische Begeisterung die alten Hasen übertreffen? Am Ende stand die Sippe Condor aus Forchheim knapp vor den Wanderfalken ganz oben. Herzlichen Glückwunsch!